Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu dem To Be Read or Unread Tag. Das ist mein erster Tag und der beinhaltet 8 Fragen und handelt über mein Sub, also der Stapel ungelesener Bücher. Dann wollen wir gleich mal anfangen und legen los. Frage 1. Wie viele ungelesene und gelesene Bücher hast du? Ungelesene Bücher habe ich 37. Das ist eine recht kleine Zahl, aber ich habe mir da so eine Grenze gesetzt, dass ich nicht über 50 kommen möchte. Und wenn die 50 doch erreicht sind, dann mache ich auf jeden Fall einen Buchkaufstopp für mich selber. Weil sonst komme ich da echt nie hinterher mit dem Lesen. Ich kenne mich. Und ja, Bücher werden bekanntlich ja nicht schlecht, heißt ja so schön. Genau, und gelesene Bücher, die effektiv in meinem Regal und auf meinem Kindle sind, sind es insgesamt 77. Denn ich finde, also E-Books zähle ich dazu, denn sind ja auch im Endeffekt mein Besitz sozusagen. Genau. Dann zu Frage 2. Welches Buch in deinem Regal ist am längsten ungelesen? Da habe ich dann, da habe ich 2 Stück. Die sind letztes Jahr im September bei mir eingezogen. Und das sind die 2, also die sind gleichzeitig bei mir eingezogen. Und das sind die 2 Bücher, die da am längsten jetzt in meinem Regalfach rumgammeln. Genau. Und das ist das Buch von Frank Baddow. Das Spiegellabyrinth ist aus dem DTV-Verlag und handelt um Alice im Wunderland. Nur dass sie hier Alice heißt, mit Y und 2 S. Genau. Seine Geschichte von Mord, Rache, Krieg, Liebe und Wahrheit. Einmal, genau. Das liegt seit September bei mir und dann ist noch gleichzeitig bei mir eingezogen von Dean Koontz Die Anbetung. Das ist der erste Teil Thomas Ott-Reihe und ist aus dem Heine Verlag. Und ich würde Dean Koontz in die Mystery-Schiene schieben. Bei reiner Fantasy ist es nicht, aber ganz normal ist es auch nicht so ganz. Der macht ja viel so Mystery-Sachen. Genau. Den dritten Teil habe ich auch hier. Nur den zweiten nicht. Ich habe das irgendwie verwechselt. Gut, ja genau. Das sind die 2 Bücher, die bei mir am längsten hier rumliegen. Kommen wir zu Frage 3. Das Nummer 1 Buch deiner zu lesenden Bücher. Das ist der zweite Teil der Trilogie. Und den ersten Teil habe ich im Januar, glaube ich, war es, gelesen. Und zwar handelt es sich hier um Grimm von Gesa Schwarz, Das Erbe des Lichts, das ist der zweite Band und ist aus dem Lux Verlag. Und hier geht es um den Gargoyle Grimm und das Menschenmädchen Mia. Aber was genau jetzt im zweiten Teil drankommt, also passiert, weiß ich jetzt nicht genau. Genau, ich will es unbedingt lesen und ich freue mich schon drauf. Und es wird mich gleich im Mai jetzt angefangen zu lesen, obwohl es ein ziemlicher Klopper ist. Aber es war der erste auch und es ging eigentlich beim Lesen. Ja, genau. Oh, die Cover sind so schön. Da, mit dem Gargoyle drauf. Das erste ist schon so toll gewesen. Und das dritte schaut genauso gut aus. Ich freue mich drauf. Genau. So, ja. Dann zu Frage 4. Ein Buch, das du gerne lesen möchtest, aber nicht besitzt. Das ist von Maureen Johnson. Ja, genau. Schatten von London. Die Schatten von London. Will ich unbedingt lesen, besitze es aber noch nicht. Ich habe jetzt schon so viel von dem Buch gehört und ich mag ja diese Elemente mit Mystery, Fantasy und Krimi oder auch ein bisschen Thriller. Stehe ich ja auch total drauf. Und ja, genau. Würde ich unbedingt lesen, besitze ich aber nicht. Warum auch immer. Also in meinem Warenkorb war es schon ab und zu, aber dann habe ich es wieder rausgeschmissen, weil ich dann was anderes irgendwie gesehen habe. Aber ich will es unbedingt eigentlich lesen. Es ist aber auch eine blöde Frage, weil wenn man irgendwas unbedingt lesen möchte, wieso kauft man es sich dann eben nicht?
Dann Frage 5. Ein ungelesenes Buch, bei dem du dich nicht erinnern kannst, wann du es gekauft hast. Habe ich keins. Habe ich wirklich keins, denn das, was am längsten hier ist, ist ja vom September letzten Jahres. Und durch die kurze Zeitspanne kann ich mich auf jeden Fall daran erinnern, wann ich die Bücher gekauft habe oder geschenkt bekommen habe. Ja, genau. Nö, also ich weiß auf jeden Fall, wann ich meine Bücher gekauft habe. Kann überlegen? Nee, ich weiß es. Dann zu Frage 6. Ein ungelesenes Buch, von dem du dich... nochmal von vorne. Ein ungelesenes Buch, von dem du nicht weißt, ob du es lesen oder weggeben möchtest. Ja, ich habe es mir mal bei Rebuy mitbestellt, weil ich es gerade für 99 Cent irgendwie war. Und ich habe es bei irgendjemandem im Bücherregal schon stehen gesehen und der hat es davon geschwärmt. Und zu dem Zeitpunkt fand ich es irgendwie auch ansprechend. Ja genau, fand ich es echt irgendwie ansprechend, auch vom Cover her. Aber im Nachhinein bin ich mir da nicht mehr so sicher, ob mir die Geschichte ihm gefallen wird. Das ist von Alison Noel. Noel. Evermore. Der erste Band der Reihe, Die Unsterblichen. Und irgendwie das Cover sah so toll aus mit den Krähen oder Vögeln allgemein hier drauf und dann der Blume und das fand ich irgendwie toll. Aber ich denke, ich bin ja kein Fan von diesen Schnulzen-Liebesdingern. Und so vor allem, so, wenn sie noch so jung sind, die Hauptprotagonisten. Und dann dieses Mädchenhafte, das mag ich nicht immer so gern. Also bei manchen Büchern ist es ganz okay, aber bei einigen eben nicht. Da habe ich irgendwie Angst, dass es das sein könnte. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob mir das wirklich gefallen könnte. Ja, genau. Es ist aus dem Page-Turner Verlag, habe ich vergessen zu sagen. Aber naja, gut. Wir werden sehen. Dann zu Frage 7. Ein ungelesenes Buch, bei dem du Schuldgefühle hast, es noch immer nicht gelesen zu haben. Ja, da habe ich. gut. Da habe ich Düsteres Verlangen, die wahre Geschichte des jungen Viktor Frankenstein von Kenneth Oppel. Aus dem Belz und Gellberg Verlag. Und zwar habe ich das über Tauschticket ergattert. Was heißt ergattert? Mir ertauscht für ein Ticket, das ich noch hatte, weil ich es unbedingt haben wollte. Ich habe es bei der lieben Littera gesehen gehabt und fand die Geschichte total toll und wollte es unbedingt haben. Und jetzt steht es in meinem Regal meiner ungelesenen Bücher. Ja, und guckt mich immer wieder an. Und dann habe ich gleich gewissen, weil ich es ja unbedingt haben wollte, so ganz dringend. Und am besten sofort, dass ich es noch nicht gelesen habe. Deswegen habe ich ein schlechtes Gewissen. Genau, und weil es mich halt immer so schön anguckt. So, lies mich. Bitte lies mich. Und ich tue es nicht. Genau. Jo. Zur Frage 8. Eine Buchreihe, von der du viel gehört hast, die du aber nicht lesen möchtest. 50 Shades of Grey. Nein. Werde ich nicht lesen, definitiv nicht. Ich habe den Film im Kino gesehen, weil wir einen Mädels-Frauenabend hatten eben und in das Kino gegangen sind und der Film einfach da irgendwie so ein bisschen reingepasst hat. Aber total bei mir zumindest durchgefallen ist, ich finde den Film nicht toll. Und deswegen will ich auch die Bücher nicht lesen. Also ich habe nichts dagegen, definitiv, wenn jetzt in Büchern Sex vorkommt oder härterer Sex, stört mich eigentlich wenig. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, es passt nicht zusammen bei 50 Shades of Grey irgendwie. Es passt nicht richtig zusammen, finde ich.
Also mir gefällt es nicht und es interessiert mich dann auch nicht wirklich und deswegen werde ich das nicht lesen. Dann hätte ich noch eine, dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal bei die, die diese Bücher lieben. Ich tue es nicht und ich werde es ja auch nicht lesen. Ich habe bei einer Freundin mal reingelesen und es hat mich definitiv, nee, ist nicht meins. Und zwar handelt es sich um die Selection-Reihe. Wie schon mal erwähnt, ich bin kein Fan von diesen Prinzessinnen-Dingen mit Kleidchen und allem drum und dran. Ja, nee, ist nicht einfach meins und ich werde es nicht lesen. Sonst fällt mir gerade irgendwie nicht so eine Reihe ein, die mir nicht gefallen könnte. Sonst bin ich eigentlich recht offen und es könnte vielleicht doch interessieren. So, und ja, das war's jetzt schon mit meinem Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und über Kommentare und Daumen hoch freue ich mich. Wenn ihr mal wieder reinschauen wollt, abonniert mich doch, dann seht ihr immer, was ich gerade so tue oder vielmehr, was ich gerade so lese. Und über konstruktive Kritik sage ich auch immer, freue ich mich natürlich, weil nur so kann ich meinen Kanal und mich selbst natürlich verbessern. Und meine Videos und ich hoffe bis bald und ich wünsche euch magische Lesegrüße und bis bald!